Eine Gemeinde, die weit über die Grenzen des Allgäus bekannt ist. Wilpoltsried im Oberallgäu. Knapp 2600 Menschen leben in dieser Gemeinde, die sich auch als Energie- und Heimatdorf bezeichnet. Doch nicht nur in puncto regenerative Energien setzt sich der Ort ein, auch die Mobilität spielt eine wichtige Rolle, wie man an diesen Mitfahrbänkchen sehen kann. Was das Leben hier aber noch ausmacht? Also ich bin Mutter von 2 Kindern, von dem her schätzen wir den Kindergarten und die Schule, die wir vor Ort haben, unseren Nahkaufladen, wo wir einkaufen können, groß für uns als Familie, genau, unser Viva la Mor im Sommer. Die Mischung aus Sport und Gemeinschaft und alles vor Ort haben. Ich komme aus München, ich bin nicht direkt von hier, aber die Menschen hier sind super freundlich, so viel kann ich da sagen. Also man wird hier sehr gut aufgenommen und dass der Mensch hier sehr reserviert sei, ist mir noch nicht aufgefallen. Egal wohin man fährt und sagt, woher man kommt, jeder Zweite kennt den Ort und kennt die Geschichte dazu. Hintergründe zur Energie, zur Energiestrategie im Dorf. Es gibt einen kleinen Badeteich im Dorf, der wirklich gut angenommen wird. Das kultiviert. Unser Gasthaus ist übers Dorf hinaus bekannt. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut hier. Und ich finde allgemein, dass, wenn man schaut, was hier vorwärts geht, das eigentlich ein ganz schönes Fallbeispiel dafür ist, was man in der Kommunalpolitik alles erreichen kann und was das dann vielleicht auch für eine Vorbildfunktion nach außen hin bewirkt. Und das Letzte, was ich gesagt habe, bezieht sich jetzt wieder vor allem auf die Energiepolitik. Und auch Bürgermeisterin und Bezirksrätin Renate Denneffel liebt ihren Heimatort. Ja, Wilpoltsried ist für mich meine Heimatgemeinde. Hier bin ich geboren, hier lebe ich, hier arbeite ich, hier gestalte ich. Wilpoltsried ist das Energie- und Heimatdorf, wo ganz viele Leute mal aktiv mitarbeiten, wo eine hohe Identifikation da ist. Und das macht es lebenswert. Renate Denneffel ist eine richtige Macherin, die mit Leidenschaft anpackt. Und das muss sie auch, denn als Bürgermeisterin gibt es hier im Ort viel zu tun. 2022 hat die Gemeinde einige Projekte umgesetzt. Als großes, sichtbares Projekt ist tatsächlich unser Dorfgemeinschaftshaus. Das konnte man heuer einweihen. Das ist ein Dorfgemeinschaftshaus, das im Wesentlichen genutzt wird von der Musikkapelle als Probenraum, Registerräume, die Unterrichtsräume. Und unser Schützenverein ist eingezogen mit 16 voll elektronischen Schießständen. Ein anderes Projekt, das 2022 Einweihung feierte, ist das Kriegerdenkmal. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Krieger- und Soldatenkameradschaft hat die Gemeinde das Denkmal umgestaltet. Jetzt gibt es hier einen kleinen Friedensplatz mit Sitzbänken. Über einen QR-Code kann man sich die Schicksale der Gefallenen anhören. An dem Kriegerdenkmal sind verschiedenen Opfern gedacht, Opfern aus dem Krieg von 1870-71, vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg. Und am diesjährigen Veteranenjahrtag, den haben wir da feierliche Einweihung dieses Friedensplatzes vorgenommen. Es sind viele Kameradschaften gekommen und haben das mitgefeiert. Und das Besondere daran war auch, dass Kinder mit kleine Ansprache gehalten haben und sich am Tag zuvor mit dem Kinderbibeltag mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt haben und haben tatsächlich an dem Tag haben wir nicht nur Kränze niedergelegt, sondern auch eine Friedenstaube. Und das finde ich ein ganz starkes Zeichen. Das komplette Projekt hat 330.000 Euro gekostet. 220.000 Euro hat die Gemeinde im Rahmen der Städtebauförderung vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr gefördert bekommen. Um ein Vielfaches weniger kostet das neue Backhaus im Museumsgarten. Hier haben die Ehrenamtlichen das Material aus dem Ort zusammengetragen, wie beispielsweise die Ziegel. Der Ort soll eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger in Wilpoltsried sein, erklärt Uwe Hartländer. Zunächst soll es Backteams geben, die Brot backen und es gegen eine Spende ausgeben. Es ist ein zentraler Anlaufpunkt, wo man sagt, okay, heute ist Backtag und wir treffen uns und jeder, der mag, kann vorbeikommen. Und der Ofen, der arbeitet ja in mehreren Schichten. Das heißt, wenn der Ofen die Hitze hat, dann ist es zu heiß fürs Brot. Es wird dann Pizza geben. Und wenn dann einer vorbeikommt, dann kann er auch ein bisschen Pizza haben, einfach so. Wir wollen die Gemeinschaft fördern, indem wir auch im Ferienprogramm aktiv sind für unsere Kinder. Die Kinder, die sollen lernen, wie man Brot macht. Weil das gehört einfach, denke ich, zum Basiswissen, genauso wie sie wissen müssen, wie wachsen Tiere auf, was wächst im Boden, wie schaut das aus, wie schmeckt das.
Und da möchten wir das aktiv fördern. In Planung sind später dann auch Backkurse für Interessierte. Das Backhaus soll im Mai eröffnen. Feuerholz, um genug Energie zu erzeugen, ist jetzt schon da. Wer sich auch mit Energieerzeugung auseinandersetzt, und zwar seit 30 Jahren, ist Wendelin Einsiedler. Eigentlich ist er Landwirt, berät aber Kommunen und Bürger zum Thema regenerative Energien. Obwohl er viel zu tun hat, macht Wendelin Einsiedler diesen Job aus voller Leidenschaft. Weil mich das vor 30 Jahren schon fasziniert hat, aus der Natur, aus dem Wind, aus der Sonne, hochwertige Energie, elektrische Energie zum Erzeugen. Man hat ja vor 30 Jahren schon gewusst vom Klimawandel und auch von der Endlichkeit der Ressourcen, aber vor allem fossile Energie und CO2-Ausstoß, das war bekannt. Haben nicht alle registriert oder nicht alle geglaubt, aber das hat man vor 30 Jahren schon gewusst, was jetzt wirklich faktisch und wohl nicht alle glauben, aber ziemlich durch ist. Wendelin Einsiedler kümmert sich in Wilpoltsried, aber auch darüber hinaus unter anderem um Windräder. Ich betreibe 18 Windkraftanlagen im Raum Allgäu, das geht von Leutkirch bis am Rand von Oberbayern. Und wir haben sehr gute Standorte im Allgäu. Also wir können uns wirklich voll erneuerbare Versorger. Auf dieser Karte sieht man, wo schon Windräder stehen und welche Standorte bereits im Genehmigungsverfahren sind. Rund um Wilpoltsried stehen derzeit 11 Windräder. 4 bis 5 hätten laut Einsiedler aber noch Platz. Eins davon versorgt rund 4000 Haushalte. Ab 2025 soll es ein neues Windrad geben. Das ist dann 250 Meter hoch. Eins von diesen neuen Windrädern kann künftig dann Strom für 3 Gemeinden der Größe von Wilpoltsried erzeugen. Derzeit produziert das Energie- und Heimatdorf mit Sonne, Wind und Biomasse 8-mal so viel Strom, wie der Ort verbraucht. Entscheidend ist hier der Mix. Wir haben jederzeit, decken wir unseren, aus der eigenen Erzeugung erneuerbar, decken wir unseren Bedarf in Wilpoltsried ab. Wenn es keine Sonne und kein Wind ist, dann haben wir noch Biogas, also Biomasse. Und Wind und Sonne sind aber die Hauptpartner und die ergänzen sich ganz toll. Sei es Winter wie Sommer, im Winter machen wir 2/3 Energie vom Wind, Sonne macht dafür nur 1/3, die macht aber im Sommer mehr. So sind ergänzen sich ganz toll, Tag und Nacht, wolkig oder Sonnenstrahl, das passt immer relativ gut zusammen, Sonne und Wind. Und darum müssen wir die 2 Achsen müssen wir auf jeden Fall ausbauen und auch in Wilpoltsried hängen wir mit der Sonne, sind zwar viele Dächer belegt, aber Freifächer-PV, Agri-PV, das muss auch in Wilpoltsried noch mehr kommen. Unter Agri-PV versteht Einsiedler die Mischung aus landwirtschaftlicher Nutzfläche und PV-Anlagen. Das Prinzip von Photovoltaik ist einfach. Wenn Sonnenstrahl auf die PV-Platte kommt, wandelt es sofort die Energie von der Sonne in elektrischen Strom um, in Gleichstrom. Und den kann man wunderbar nutzen. Also das ist ein ganz einfacher Weg. Eine eigene PV-Anlage, zum Beispiel auf dem Dach, rentiert sich laut Einsiedler auf jeden Fall. Die Kosten würden sich schnell amortisieren. Schließlich kann man sich durch die Erzeugung des eigenen Stroms viel Geld sparen, erklärt auch Bürgermeisterin Renate Dennefel. Wir haben sehr viele Menschen, die davon profitieren, dass sie Strom erzeugen und einspeisen. An sich stellt sich so dar, dass der Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird und der einzelne Wohnungsbesitzer, die einzelne Person bezahlt genauso den gleichen Strompreis wie jeder andere auch, wie man es mit seinem Stromanbieter vereinbart hat. Erzeuge ich aber selber durch eine PV-Anlage, zum Beispiel an einem Balkon entlang oder auf dem Hausdach, Strom, dann kann ich das gegenrechnen und somit kann ich die Kosten im persönlichen Verbrauch auch drücken. Eine Kilowattstunde, die durch eine eigene PV-Anlage erzeugt wird, kostet dann den Besitzer weniger als 10 Cent. In Anbetracht des derzeitigen Strompreises kann das durchaus ein Motiv sein, in regenerative Energien zu investieren. Auch Wendelin Einsiedler hat auf seinem Hausdach eine PV-Anlage. Er wohnt zwar etwas außerhalb von Wilpoltsried, trotzdem schätzt er das Dorfleben. Wilpoltsried, ja, dass es ein Dorf ist,